Der Nürburgring ist auf jeden Fall eine tolle Strecke. Ist eine Traditionsrennstrecke. Ich persönlich mag sie sehr, sehr gerne. Ich freue mir ein Loch im Bauch, dass die Zusammenarbeit so schnell, so gut funktioniert. Jetzt sind wir im zweiten Rennwochenende und ja, haben Pole Position, die erste Pole Position. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war der erste Start für mich, fliegender Start in der Pole Position. Eine Stunde Rennaction ist sofort losgeschaltet. Er versucht außenrum gegen den Pole-Setter vorbeizugehen, aber man sortiert sich gut in die erste Ecke hinein. Es war kein Risiko in der ersten Kurve, dass da irgendwas den Platz zu verlieren oder dass mir einer reinfährt. Deswegen glaube ich, habe ich das ganz gut gelöst. Die Fahrer haben das natürlich sehr, sehr gut gemacht. Man musste jetzt sehen, dass sie wirklich 60 Minuten Druck hatten. Ich durfte mir keinen Fehler erlauben. Ich habe jede Runde alles gegeben, bin jede Runde über den Körb geflogen, konnte mich nie ausruhen, nie die Reifen schonen. Lauf 3 der Saison gewinnt der SSR Performance Porsche hier am Nürburgring. Pole Start-Ziel-Sieg für die Truppe aus München. Thank you guys. First win for us. Thank you Stefan for getting me on the team. It's good to hear me. Super Performance. Zuallererst möchte ich auch nochmal dem ganzen Team danken. Die Teamleistung war wirklich grandios. Alle sind überglücklich im Team heute. Morgen ist der Sonntag. Bin schon sehr gespannt, was wir da dann erreichen können. Ja, das Qualifying heute Morgen war eigentlich mit Platz 7 gar nicht so schlecht, aber wir hatten ja das Grid-Penalty, somit ging es dann von 12 los, also mitten im Getümmel. Ich hatte eigentlich einen okay Start, konnte die Position halten. Push me off the track. Kurve 6 habe ich dann 2-3 Mal einen Schlag auf die Seite gekriegt und wurde in die Wiese gedrückt. Sehr, sehr schade. Ab dann war es ein harter Kampf. Den Kopf hängen lassen. Wir machen alles, was wir machen können, um nach vorne zu kommen. Ich habe schon gepusht, habe alles rausgeholt, was ging. Natürlich ist insgesamt gesehen das Wochenende für uns sehr, sehr positiv gelaufen. Man kann nicht immer ganz oben stehen, aber wir greifen fürs nächste Mal in Hockenheim ja, von neu wieder an. Ich sage dem Team eine große Zukunft voraus, weil sie machen es wirklich toll.